So, wir sind wieder hier. Hallo, hallo. Agent Otto hat eine Dusche vor das Clubhaus gebaut. Jetzt kann man hier auch duschen. Er erklärte mir gerade, das Prinzip ist so, man macht die Karabinerhaken ab, geht das Wasser auffüllen, hängt das wieder dahin, lässt das ein bisschen in der Sonne hängen, dann ist das Wasser warm. Einfach voll. Zwei Leute hier einhängen, geht, hinstellen. Geiler duschen. Scheiß. Duschen. Ja. Sehr nice. Erstmal ist das okay. Ihr habt hier auch schon ordentlich weitergemacht. Das sieht hier richtig klasse aus. Alles sauber. Und so schön hell der Raum, ne? Toll, mit schwarzem Brett. Was eigentlich braun ist. Hier, mit Botschaft. Weiß nicht, ob man das so, müsste mal gucken. Ich versuche mal das so zu machen, dass das lesen. Wir müssen mal kurz auf Pause drücken, wenn das lesen wollt. Moment, ich hab's gleich. Da, so. Und so. Ne? So, und nee, ich wollte noch ein bisschen anderes zeigen hier. Also, das hat sich hier super cool gemacht. Das hatte ich gestern schon gezeigt. Jetzt haben wir eine super tolle Dusche. So, und als nächstes Großprojekt haben wir uns jetzt hier vorgenommen. Also ich habe hier da noch meine kleine Quest am Laufen, das Haus da wieder wohnlich zu machen. Und als nächstes wollen wir uns dem hier allem widmen und diese Terrassen hier mal ordentlich frei machen und anfangen, das alles nach Möglichkeit zu bepflanzen, und zwar mit was anderem als Gestrüpp. Halt mit allem möglichen an Gemüse, so wie wir das da hinten schon angefangen haben. Da können wir jetzt gleich auch mal gießen. Die Sonne wieder weg ist. So, und ich habe eben noch, das wollte ich auch noch kurz reinbringen, weil wir nämlich halt jetzt hier mit dem großen Ding da mit den Terrassen anfangen, können wir natürlich helfende Hände brauchen. Wir haben auch helfende Hände, es kommen auch zwischendurch Leute hierher, die hier so aus der Umgebung kommen und dann zum Beispiel wie gestern da oben diese bescheuerten Lampen, bevor sie jemand auf den Kopf fallen, da rausgeholt haben. So. Und jetzt habe ich hier, gucken, ob ihr das sehen könnt, ich lese euch gleich vor. Folgendes steht da drauf. Das sind Sachen, die wir gebrauchen können. Die müssen uns gar nicht mal spenden oder dass sie uns gehören. Das ist auch vielleicht die Blumenerde, die ist dahinter. Aber was wir auch im Moment halt, vor allen Dingen gerade im Moment, sehr gut brauchen könnten, um hier gut weiterzukommen, wenn es jemand von euch rumstehen hat, Hallo. Sind Schubkarren, Schaufeln und Spaten, Motorsensen mit Schnur und Sprit oder halt eben Klinge. Aber ich glaube, Schnur ist besser für da. Putzeimer, Waschschüsseln, Besen, Blumenerde, Stecklinge, Gießkanne, Leitern, Rasenmäher, Hochdruckreiniger ist schon im Anmarsch. Kerzen, Windlichter, Solarlichter, Auto- oder LKW-Batterien und Solarpaneele. Ich mache das, ich schreibe das vielleicht gleich mal alles noch in die Videobeschreibung ab und dann, gucken wir mal weiter. Es bleibt spannend, aber es tut sich was, sehr schön. Wenn euch gefällt, was euch sieht, dann könnt ihr ja mal einfach liken und teilen und kommentieren und wenn nicht, guckt einfach was anderes. Bis dann.